Was sehen meine Augen denn da? Eine Kackwurst. Und damit willkommen zu Wie und Warum wär mich einen Feomia. Diese rüsseltragenden Fleischpanzer finden Schläge gar nicht mal so prickelnd. Aus diesem Grund solltest du eine Bola verwenden. So kannst du ihm deutlich besser eine reinzwiebeln. Feomias sind recht schnell zu zähmen und mögen Beeren. Ganz offensichtlich. Auch wenn man es ihnen nicht ansieht, halten sie ziemlich viel aus. Wenn du schon Zugang zu Betäubungspfeilen hast, solltest du sie verwenden. Ein Pfeil pro Auge. Das spart Zeit. Ein guter Name ist wichtig. Nun, was können denn diese Dickhäuter? Als Reittier ist er gar nicht mal so schnell. Der Schaden, den er austeilt, ist nicht nennenswert. Sie können Stroh abbauen, aber dafür keine Beeren ernten. Und ihre Werte sind überschaubar. Beim Züchten gibt es hier eine Besonderheit. Sie sind lebendgebärend. Nach der Paarung beginnt die Tragzeit. Bedeutet, wir haben keine Arbeit. Dafür aber auch keine Eier zum Kochen. Vollentwickelt kommen die Kleinen auf die Welt. Niedlich. Sollte deine Hand doch ein bisschen öfter ausrutschen, erhältst du immerhin bei den Babys ziemlich viel Filet. Jetzt fragst du dich vielleicht, wozu sollte ich mir einen Feomia zähmen, wenn er offensichtlich scheiße ist? Und genau das ist der Punkt. Feomias müssen sich deutlich öfter entleeren als andere Dinos und du erhältst mittelgroßen Kot. Sie sind also richtige Düngermaschinen. Du willst es auf die Spitze treiben? Fülle sein Inventar mit Stimmbeeren und leite die Zwangsernährung ein. Es dauert nicht lange und ein Riesenhaufen Scheiße bildet sich. Einfach magisch. Nun kannst du alles in den Komposter werfen, um Dünger zu erhalten. Du kannst deine Pflanzen direkt damit düngen oder du nutzt es auf eine andere Art und Weise. Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Kacke-Feomia zähmen solltest. Für mehr Videos gibt es hier eine Playlist. Oder lass mir direkt ein Abo da.